Und deswegen seid ihr eigentlich mit uns allen im selben Boot. Eigentlich müsstet ihr ja auch über den Islam aufklären. Ihr müsstet nicht dastehen und plärren von wegen hier Nazis raus. Aber man muss es jetzt mal wirklich ein für alle Mal sagen, Freunde. Ja? Ihr hört ja immer diese Slogans, ja, das muss sich auch die AfD anhören, das müssen sich ganz normale Bürger anhören, die sich kritisch über den Islam äußern. Ja? Die werden immer versucht, mit der Nazi-Keule mundtot gemacht zu werden. So, bei uns sind viele, viele Ausländer. Wir haben in jedem Sommer haben wir eine koptische Christin aus Ägypten, die Nawa, ja, die genauso wie hier unser christlicher Freund aus dem Libanon erfahren haben, was es passiert, wenn ein christliches Land vom Islam erobert wird. Ägypten war früher christlich. Den christlichen Kopten wurde ihr eigenes Land, Ägypten, weggenommen vom Islam. Ihr habt genau gesehen, was da los ist. Da waren jetzt die Muslimbrüder jahrelang an der Macht und haben Bomben in Kirchen reingeworfen. Da wurden Christen auf offener Straße umgebracht. Frage ich euch, wollt ihr solche Zustände in Deutschland haben? An der St. Michaelskirche, das ist nur ungefähr 200, 300 Meter da in die Richtung. Da hat schon ein jordanischer Asylant Allahu Akbar dran geschrieben an die Kirche. Wisst ihr, was als nächstes kommt? Erst beschmieren, dann Bomben reinschmeißen und dann werden Menschen umgebracht. So läuft das Programm, eins nach dem anderen. Aber momentan schütteln sie den Kopf. Die Dame schüttelt den Kopf, weil sie kann sich nicht vorstellen. Es ist ja so schön friedlich hier in der Fußgängerzone. Da laufen Touristen rum, hier schaut man sich das Glockenspiel an, die Sonne scheint, weiß-blauer Himmel. Das kann doch niemals sein, dass es in München mal irgendwie Gewalt gibt. Soll ich mal was sagen? In Wilbertshofen, da pinkeln junge Moslems in zwei Wasserbecken. Das sind alles solche Zeichen, wie man die Verachtung gegenüber der christlichen Religion ausdrückt. Ich könnte Ihnen vorlesen, was im Koran drin steht. Christen sind verflucht. Wer glaubt, dass Allah einer von dreien ist, also die christliche Dreifaltigkeit, ist verflucht. Ja? Und die nicht an Allah glauben, sind schlimmer als das Vieh, weniger wert als Tiere. So steht es im Koran. Es steht drin, bekämpft sie, unterwerft sie, tötet sie. Das finden Sie lustig, oder? Freuen sich drauf, ne? Viel Spaß. Mal eine Frage. Eine Frage. Na klar doch. Meine Frage. Ist es besser? Was ist hier in Deutschland? Hier stehen Hitlergrüße am Flüchtlingsheim. Das ist... Was schlimm, schlimm, schlimm. Was? Das verwundert mich jetzt auch, dass du das... Also, ich hab's gerade eben versucht zu erklären. Wir haben mit Nazis nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Also pass auf Leute. Ihr kennt die Weiße Rose. Ihr kennt die Weiße Rose. Das waren damals welche, die haben als eine der wenigen erkannt, dass der Nationalsozialismus gefährlich ist. Wir haben mit dem letzten noch lebenden Mitglied der Weißen Rose, Susanne Zeller-Hetzel, oh, jetzt hyperventiliert er mit seinen rosa Haaren. Gell? Jetzt können wir die Metamorphose eines Linken beobachten. Schaut ihn gut an. Jetzt wird der Blick wütend, aggressiv. Wenn es weitergeht, er hält sich gerade noch am Gelände fest, nachher wird er drüber springen und vielleicht kriege ich dann mit seinen Springerstiefeln, kriege ich dann eins ab. Gell? Also, mit der Susanne Zeller-Hetzel, die beste Freundin von Sophie Scholl, haben wir die Weiße Rose wieder gegründet, weil wir nicht nur gegen den Nationalsozialismus sind, eine totalitäre faschistische Ideologie, wir sind gegen jeden Totalitarismus, Kommunismus, Sozialismus und islamischen Faschismus. Und Susanne Zeller-Hetzel hat gesagt, damals haben wir gegen den Nationalsozialismus gekämpft, heute setzen wir uns gegen den Islam ein, weil er damals ja auch mit den Nazis ein Bündnis geschlossen hat. Brüder im Geiste. Ja? Und Winston Churchill hat es damals auch erkannt. Der Koran ist das Mein Kampf des Propheten Mohammed. Freunde, wir haben es mit einer Wiederkehr des Faschismus in Europa, in Deutschland zu tun. Verpackt in ein religiöses Gewand. Und das ist das Gefährliche. Ja? Ständig wird gesagt, ja, der Islam ist eine Religion, den darf man nicht kritisieren. Freunde, ich sage euch eins. Wenn der Koran, der nur aus Befehlen besteht, wenn der das politische Programm einer Partei wäre, dann wäre diese Partei innerhalb von 24 Stunden verboten. Und zwar dann würden unsere Freunde vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz genau hinschauen, würden sehen, da steht, tötet die Ungläubigen, bekämpft sie, unterwerft sie, köpft sie, kreuzigt sie, schlagt ihnen Hände und Füße wechselseitig ab. Die Partei wäre verboten. So schnell könnte man nicht schauen. Aber der Islam, weil er unter dem Deckmantel einer Religion ist,
und seit 1400 Jahren unter dem Deckmantel einer Religion in der Welt mordet und mit Krieg überzieht und andere unterwirft und eine schlimme Terrorherrschaft installiert. Nur wegen diesem Deckmantel der Religion wird er in Deutschland, in Europa nicht so kritisiert, wie es sein müsste. Wir machen es. Wir von der Freiheit machen es. Wir machen es noch intensiver als die AfD. Und ich sag's nochmal. Lasst die Nazi-Sprüche da, wo sie rausgekommen sind. Gell? Ihr macht euch nur lächerlich. Ja? Ich sag's nur in eurem Sinne. Ja? Ihr könnt ja so viel planen, wie ihr wollt. Ja, Meinungsfreiheit, ja, wir halten es aus. Gell? Bei uns geht's da rein, da raus. Ja? Aber ihr kommt mit den Slogans in der Diskussion um das Thema Islam nicht weiter. Ihr schießt euch selber ins Knie. Ja? Weil Nazis und Islam, ich sag's nochmal, zwei Seiten einer Medaille sind. Ja? So. Ja, genau, Rechtspopulisten raus, hört sich nicht so gut an. Es muss Schmackes haben, ne? Und Nazis, weißt du, wenn man Nazis plärt, dann haben die Bürger gleich Angst. Leute, lasst euch keine Angst machen, hier sind keine Nazis, hier sind Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Mein Name ist Michael Stürzenberger, ich war früher bei der CSU-Pressesprecher hier in München. Ich habe die CSU auch lange Jahre für eine gute Partei gehalten, die hat es Bayern schön geformt, da ist wirklich ein tolles Land draus geworden, aber sie verschließen die Augen vor dem Islam, deswegen bin ich ausgetreten bei der CSU und bin in die Freiheit eingetreten. Ja. Und deswegen, Freunde, sind wir heute hier. Ui. Jetzt wird der Eingang leider ein bisschen kleiner gemacht, aber ihr könnt trotzdem noch zu uns kommen. Also, wir sammeln heute hier Unterschriften für ein neues Bürgerbegehren. Das ist heute die Auftaktveranstaltung, weil in München ein riesiges Islamzentrum gebaut werden soll. In der Dachauer, gleich. In der Dachauer Straße 110. Und jeder Münchner kann kommen und unterschreiben. So,